Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe gerade im Auto vergessen, den Anfang zu drehen. Aus dem Grunde machen wir das Ganze jetzt hier im Laden. Wie ihr schon im Titel lesen konntet, es gibt einen Rossmann Live Haul. Und ich würde mal sagen, ich schnack hier nicht lange, sonst läuft mir gleich noch jemand vor die Kamera. Let's go, wir gehen einkaufen. Ich war jetzt hier gerade bei den Schnullern am gucken. Leute, ich finde diese Schnuller so unglaublich niedlich. Im Gegenzug zu solchen hier. Solche habe ich natürlich auch zu Hause. Aber es gibt einen richtig krassen Unterschied, Leute. Die werden nicht so schnell gelb. So wisst ihr wie bei Handyhüllen, dass sie irgendwann so gelblich anlaufen. Wie die hier. Leute, ohne Scheiß. Jonas hatte die erst ein paar Mal benutzt. Ich habe die 2-3 Mal ausgekocht. Der ist richtig gelb geworden oder beziehungsweise die Schnuller sind gelb geworden und das ist richtig schade. Wiederum haben wir solche, so My First Nuke Schnuller und solche normalen halt, die nicht so offen sind, obwohl das beides Silikon ist und die halten irgendwie länger. Ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, aber den einen hatte er schon so oft und so lange und ich habe den schon ausgekocht ein paar Mal und der ist immer noch strahlend weiß. Den einen musste ich wegschmeißen, weil ich dachte, der wäre hinüber. Das ist zwar nicht schlimm, aber es sieht halt einfach nicht schön aus. So ein richtig gelber Schnuller statt so durchsichtig weiß. Das ist halt an Latex-Schnullern dann der Vorteil. Wir haben hier so Winnie-Pooh-Schnuller, genau dieselben habe ich auch. Ja, ich hätte jetzt gerne noch mehr Schnuller mitgenommen, aber alle, die hier haben, die habe ich schon zu Hause. Schade, dann halt nicht. Junge, kann mir mal einer sagen, was hier abgeht? Wo ist das Toilettenpapier hin? Bro? What the fuck? Ja, das, was ich mitnehmen will, haben die nicht mehr. Dann gibt es jetzt halt das hier. Sieht doch auch hübsch aus. Ich kann nicht reden. Wie immer. Mann. Alouette mit so süßen Tierchen drauf nehmen wir dann halt mit. Aber jo, was geht hier ab? Ist Corona zurück? Ja, irgendwie haben die hier ein bisschen umgeräumt. Jetzt finde ich gar nichts mehr wieder. Kann ich euch so empfehlen. Der ist, wie sowas hat auch immer, gerade an sehr vielen Orten ausverkauft. Unter anderem bei DM. Ich liebe den. Ich kann ohne den nicht mehr. Also wenn ich den nicht habe, könnte ich heulen. Ich könnte so heulen. Ich wollte aber noch einen anderen haben. Wo ist Dr. Beckmann? Dr. Beck, da. Für Kinder- und Babykleidung. Der hier kostet 2,45. Kann ich euch empfehlen. Ich habe immer die ganze Zeit gedacht, der ist nicht so gut. Aber ich habe gemerkt, wo der halt alle war und ich den halt nicht mehr benutzt habe, habe ich die Flecken relativ, wie soll man sagen, schwieriger rausbekommen. Ja, ich benutze mal eigentlich alles, was ich zu Hause habe, auf einmal, damit es halt wirklich die beste Wirkung hat. Unter anderem kann ich euch den Fleckenzwerg hier sehr empfehlen von Frosch für 2,15 Euro. Ich merke gerade, der ist sogar günstiger wie bei DM. Ja, aber der tut wirklich auch einiges. Einiges. Hätte ich nicht gedacht. Ich weiß ernsthaft nicht, was der Bums sein soll bei DM. Die haben ja jetzt irgendwie die Verpackung geändert, keine Ahnung. Ich nehme jetzt einfach die für 49 Cent von Domol mit. Irgendwie sind die anderen mir nicht so ganz sympathisch. Wie soll ich das anders erklären? Genau, und die tun halt eigentlich auch, was die sollen. Und genau, deswegen nehmen wir die von Domol erst nochmal mit. Fahr ist in der Werbung, sehe ich gerade da unten. Und ich sehe gerade, dass es 24% gibt auf Isana bzw. auf Shampoos und Duschen. Es spricht mich aber jetzt ehrlich gesagt nichts an. Und vor allem ist irgendwie alles leergefegt hier. Was mich hier echt anspricht, ist einmal das hier. Das riecht gut. Die haben hier aber auch zwei neue. Einmal das. Und einmal das. Okay, das würde ich jetzt nicht mitnehmen. Was haben die noch? Das riecht nicht so. Das riecht gut. Und das daneben riecht gut, das weiß ich. Aber du gehörst hier hin. Und das hier. Das riecht auch richtig, richtig, richtig gut. Das hatte ich schon lange nicht mehr. Ja, ich nehme mal das mit. Das kommt mit. Was haben die hier? Ist neu 2-in-1 Cremedusche, Peeling, Chia Butter und Granatapfel. Ich benutze keine Peelings, obwohl ich es mal sollte. Das hatte ich, das habe ich gar nicht gefeiert. Und das kenne ich nicht. Sonst noch irgendwas? Nö. Ich nehme Pascal aber jetzt nochmal auf Reserve sein Duschgel mit, weil ansonsten vergesse ich ihn das nächste Mal schon wieder. Eine Handcreme darf natürlich nicht fehlen. Ist bei uns schon wieder raus. Nö. Die riecht richtig gut von Nivea. Richtig, richtig gut. Die haben hier aber was Neues.
Und zwar haben die Handcreme Velvet, keine Ahnung, Flower mit einem samtig floralen, was für ein Scheißwort, Duft und Kakaobutter. Keine Ahnung, ist vegan, werde ich nicht dran riechen, kostet 89 Cent, nehmen wir jetzt einfach mal Easy Peasy Lemon Squeezy mit. Ich brauche irgendeine Handcreme und das ist eine Handcreme. Deo wird allmählich zu einem echt beschissenen Thema bei mir, weil ich fast alles durch habe und mit fast nichts zufrieden bin. Fahr finde ich richtig gut, funktioniert bei mir aber leider nur eine Zeit lang und dann geht's halt einfach nicht mehr. Playboy, nee, absolut meine Jugend, dieses Axe, auch absolut meine Jugend geht gar nicht. Impuls finde ich auch schrecklich, den Geruch. 8x4 klappt bei mir auch nicht, die Bohne. CD feiere ich auch nicht, seit meinem Spanien-Urlaub von vor 500 Jahren gefühlt, da war ich 13, 14, seitdem hasse ich dieses Produkt. Was gut funktioniert, ist von Isana einmal das hier und das hier. Also einmal das hier und das hier, die finde ich beide richtig gut, aber das ist flüssig und darauf habe ich halt auch einfach keinen Bock. Da finde ich auch kacke, das sprüht irgendwie immer so weiße Klumpen und Fetzen raus. Rexona finde ich gut. Ist aber Aluminium drin, weswegen ich es wiederum nicht gut finde. Was nehme ich dann mit? Garnier mag ich nicht, seitdem die die Formel geändert haben. Und außerdem das, was ich immer benutzt habe damals, haben die jetzt auch nicht, das ist ausverkauft. Was nehme ich dann? Isana Fresh, das da, das Blaue, das war richtig gut. Da haben die auch irgendwas geändert, dann fand ich scheiße. Plötzlich hat es gestunken, bis zum geht nicht mehr. Adidas ist auch so meine Jugend. Kein Bock, prägt mich nicht, brauche ich nicht. Ja, Nivea geht, mal geht es nicht, mal riecht es gut, mal riecht es nicht gut. Ich hatte eins, das hat übel gestunken. Dann hatte ich eins, das war eigentlich ganz gut. Was mache ich jetzt? Was nehme ich jetzt mit? Ja, wir merken, ich habe ein Problem. I have a problem. 8x4 feiere ich auch nicht. Ich hatte das hier, das stinkt ekelhaft. Ekelhaft. Einfach ekelhaft. Winter Moments. Ist hier Aluminium drin? Okay, das hier geht schon mal nicht. Ist meine Kamera dreckig? Das geht nicht. Da ist Aluminium drin. Hier ist aber 0% drin. Fresh Natural. Ich mag ja so nichts Gerüche. Obwohl, hier gibt es noch Original Care. Kosten 2,35 Euro. Ich probiere mal das hier aus. Mal schauen. Habe hier spontan beim Vorbeilaufen gesehen und gemerkt, dass ich hier noch was von brauche. Und zwar brauche ich noch so eine Pinzette. Und da würde ich jetzt gerne eigentlich einfach die günstigste nehmen, die hier haben. Das wäre dann 1,89 Euro. Die gefällt mir aber ehrlich gesagt ein kleines bisschen besser. Ich brauche die tatsächlich nicht zum Augen rauszupfen, wie auch immer, sondern tatsächlich für meine Budget-Challenges, die ich habe, um halt diese Sticker, die da sind, drauf zu kleben. Das klappt halt mit so einer Pinzette ziemlich gut. Ja, die kostet 60 Cent mehr. Nee, die wird mir schon reichen. Die wird mir schon reichen. Ich glaube, weiter brauche ich euch eigentlich wenig zu erklären, denn wir müssen jetzt hier rüber. Gehen hier unten zu Facelle, wie auch immer die Dinger hier heißen. Und nehmen die mit. Die kosten 89 Cent. Kann ich euch nicht so empfehlen wie die von Yesa. Die sind okay. Die kann man machen. Die tun auch, was sie sollen. Die sind aber... Für mich wäre es auf jeden Fall nur eine Option für die Nacht. Weil die sind von der Binde her dicker. Die sieht man. Die sind dicker. Und die von Yesa sind viel, viel dünner. Viel, viel ebenmäßiger. Viel, viel glatter und so. Die sind auch gut. Die sind wirklich, wirklich gut. Aber ja, wie gesagt, für die Nacht. Für den Tag jetzt nicht. Und die sind halt auch wirklich nur für die Nacht, wie es hier draufsteht. Aber die von Yesa sind halt auch für die Nacht. Und die sind halt, die für die Nacht sind meistens immer etwas länger. Wisst ihr, wie ich meine? Die sind ein bisschen länger. Und deswegen hole ich immer die für die Nacht. Und die von Yesa für die Nacht sind halt auch dünn. Die merkt man halt einfach kaum. Ja, das ist, wenn ich hier bin, nehme ich sie mit, weil ich keinen Bock habe, zu DM zu fahren. Aber ich kann euch die von Yesa, wie gesagt, dennoch mehr empfehlen. Es gibt jetzt einen kleinen Mädels-Talk. Also Männer, haut mal ab, macht mal kurz Pause, spult mal am besten so 2 Minütchen vor, keine Ahnung. Also weg hier, geht jetzt nur an die Mädels hier was an, ja. Leute, ich habe nie Probleme mit Auslaufen gehabt oder sowas, nie. In meiner Jugend nicht oder so, nie. Ich habe solche Slip-Einlagen nie gebraucht. Nie, bin ich komplett ehrlich zu euch, habe ich halt einfach nicht gebraucht, weil ich nie Probleme damit hatte. Nach der Schwangerschaft ist jedes Husten gefühlt bei mir schon eine Katastrophe. Ja, da muss man schon aufpassen. Ich schwöre, dass man nicht pinkelt, ja. Ich bin halt komplett ehrlich zu euch, aber
Junge, Husten, ganz schwierige Sache. Slip-Einlagen, ich werde alt. Ich brauche sowas jetzt. Ich bin jetzt gerade nochmal zurück in die Abteilung gelaufen, weil ich gerne so Bodentücher haben wollte. Bei DM gibt es halt von Denk mit so Bodentücher, wo halt die Allzwecktücher sind. Sehe ich aber jetzt hier von Domol leider nicht. Ich will jetzt ungern welche von Zwiffer mitnehmen. Nee, haben die nicht. Zwiffer ist nämlich ein bisschen teuer, finde ich. Okay, ich habe sie gefunden. Die waren halt nur ein kleines bisschen weiter weg. Hier haben wir halt Zwiffer. Und hier kostet die Packung einfach 5,45. Ich habe die früher gekauft und die sind auch wirklich top. Kannst du echt nicht meckern. Zwiffer ist wirklich top. Gerade diese Zitronenduftdinger, wirklich top. Aber ich weiß nicht, trotzdem bringe ich es nicht übers Herz, 5,45 € dafür auszugeben. Hier haben wir 16 Tücher, die sollten reichen. Wir haben hier einmal Zitronenduft. Wir haben hier... Nee, das ist Parkett und Laminatücher. Ja, brauche ich ja nicht dafür. Und wir haben hier welche mit Bergfrühling. Keine Ahnung. Nee, ich nehme mal die hier mit. Die werden nicht toll sein. Wirklich, die von Denk mit finde ich jetzt auch nicht toll. Aber für das, für was ich sie brauche, werden sie reichen. Unsere Jude-alte Toni-Ecke. Ich liebe Tonis. Wir haben jetzt mittlerweile schon 30 Tonis, Leute. Und ich liebe unsere Tonis. Was ich euch sehr empfehlen kann, was ich hier gerade als allererstes sehe, ist einmal Super Wings. Da habe ich sogar noch eine zweite Folge in der Toni-App gekauft. Beziehungsweise eine zweite Hörstunde, keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Auf jeden Fall eine neue Geschichte. Ich finde den super toll. Ich kannte Super Wings vorher nicht. Den kann ich euch sehr empfehlen. Die Schöne und das Biest, muss ich euch sagen, ab 4 Jahren, finde ich viel zu früh ab 4 Jahren. Vielleicht so ab 7 oder 8 Jahren. Da ist viel, viel Action mit bei, finde ich, und sehr unruhig. Ich finde, es ist mehr erschreckend, als dass es einen beruhigen soll oder so. Allgemein, Schöne und das Biest ist einer der schönsten Geschichten, die ich finde, einfach gibt, weil die halt einem vermittelt, hey, ist egal, wie man von außen aussieht, Hauptsache von innen, der Charakter stimmt halt, es ist scheißegal, wie du von außen aussiehst, Hauptsache stimmt halt einfach im Inneren, so wisst ihr, wie ich meine. Und aber als Hörspiel für Kinder, weiß ich nicht, also ich finde es schon unruhig und habe mich teilweise öfters mal erschreckt, weil finde ich einfach bei diesem Toni öfter mal die falschen Szenen aus dem Film genommen wurden, weiß ich nicht. Aber trotzdem, so für Erwachsene vielleicht ganz gut, für Kinder weiß ich nicht, sollte man nicht machen. Gibt es hier noch irgendwas, was wir haben? Ich weiß nicht, wie man die nennt hier. Finde ich auch ganz toll. Die haben wir jetzt neu gekauft. Winnie Pooh da hinten finde ich auch ganz toll. Kann ich euch empfehlen. Paw Patrol, da haben wir jetzt auch eins gekauft. Finde ich auch super toll hier. Dann, ich werde nochmal unsere Tonis vorstellen, aber die sind leider gerade nicht zu Hause. Jetzt habe ich gerade vergessen, wie der heißt. Der König der Löwen. Anna und Elsa, genauso wie Olaf. Top, kann ich euch ans Herz legen. Ich habe jetzt gerade eigentlich besonders nach einem Toni gesucht, aber den haben die leider nicht. Ich hätte gern Ariel gehabt, aber Ariel ist ausverkauft irgendwie momentan überall. Schade. Den habe ich mir erstmal letztens bei Disney oder bei Netflix reingehauen. Keine Ahnung wo. Voll der schöne Film. Clifford. Habe ich auch mal die Kindheit über geguckt. Hier sind einige Kerzen momentan im Sonderpreis. So Duftlichter, Smoothie Bowl haben wir hier. Dann Fresh Balsam und Berries haben wir. Dann Blaubeere, Vanillezucker haben wir hier. Apfelzimt haben wir hier, Wintergarten haben wir hier, dann auch einige Yankee-Candle-Kerzen. Ich kaufe keine Kerzen im Allgemeinen mehr, also bei uns zu Hause haben wir noch eine einzige Kerze, aber die mache ich nicht an. Das hat was mit der Luft zu tun. Ich kann keine Kerzen mehr anmachen, tatsächlich. Das geht nicht. Deswegen kaufe ich halt auch keine mehr. Hat was mit der Lunge zu tun, sage ich mal so. Deswegen geht das nicht. Ansonsten haben wir hier noch Weihnachtsdeko im Sonderpreis, falls man das hier so ein bisschen sehen kann. Ist halt ein bisschen leer alles, finde ich persönlich. Gibt ja halt auch Lieferschwierigkeiten, ne? So, was haben wir hier? Oh, nein, sag mir jetzt nicht, die haben... Sag mir jetzt nicht, die haben hier... Bodenbeutel... Bodenbeutel, 10 Stück.
Leute, ich brauche hier auf jeden Fall was von. Ich nehme mir von diesen Beuteln mal von denen zwei Stück mit. Die kosten jeweils 89 Cent. Und hier die mit Herzchen drauf, dann nehme ich mir auch nochmal. Ja, eine mit ist, glaube ich, das letzte. Leute, ich bin jetzt wieder im Auto. Ich komme gerade echt nicht mehr klar. Ich habe meinen Einkaufswagen gerade zurückgebracht von Rossmann. Und ich benutze immer so einen Chip hier. Beziehungsweise, wenn ich halt einen Einkaufswagen brauche, logischerweise braucht man auch einen Chip dafür, weil ich habe nie Kleingeld mit dabei. Leute, ich habe echt nicht lange Fingernägel. Wirklich echt nicht lange Fingernägel. Ich habe kurze Fingernägel und auch keine dicken Fingernägel, sondern das ist einfach nur eine kleine Verstärkung meiner eigenen Naturnägel. Ich habe den Chip da nicht rausbekommen. Alter! Ich habe den Chip da einfach nicht rausbekommen. Ich quäle mich schon jedes Mal bei Kaufland ab. Und dann habe ich für mich halt einfach einen Trick erkannt. Nämlich hat der von Kaufland hier ein etwas größeres Loch. Und ich mache das halt immer so, dass ich dieses Loch nach vorne drehe. Den Chip kannst du ja drin drehen. Dass ich den nach vorne drehe und dann mit diesem Ding hier einfach einhake und rausziehe. So, wisst ihr, wie ich das meine? Weil ich einfach zu geizig bin, mir so ein Einkaufswagen-Chip-Ding zu holen für diejenigen, die Nägel haben. Weil eigentlich habe ich ja keine langen Nägel. Auf einmal, während ich das versuche zu machen, kommt eine Frau hinter mir. Die kann kein Deutsch. Das war eine Chinesin, glaube ich, oder sowas. Ich glaube, die hat mit mir Chinesisch geredet. Keine Ahnung, ich habe sie ja nicht verstanden. Auf einmal zieht sie einfach meinen Einkaufswagen, also diesen Chipwagen raus und gibt mir den einfach und fängt an zu lachen. Ich denke mir nur so, was geht denn jetzt ab? Sie redet mit mir, ich habe kein Wort verstanden. Wie gesagt, ich glaube, das war Chinesisch. Ich glaube, die hat mir bestimmt gesagt, was bist du denn für eine hohle Lust oder sowas. Keine Ahnung. Ich bin dann einfach gegangen. Ich so, danke und tschüss. Und bin gegangen, weil die dann so gelacht hat. Ja, ich hoffe, euch hat dieser kleine Rossmann Live-Haul gefallen. Ein paar Dinge konnte ich jetzt nicht mitnehmen, weil ich da auch nicht filmen konnte. Da war viel zu viel los in der Kosmetikabteilung und sowas. Da hätte ich gerne noch ein, zwei Cremes mitgenommen. Aber it is what it is. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich würde mich wie immer sehr über ein Däumchen nach oben, über einen Kommentar und über ein kostenloses Abo freuen. Schaut gerne mal in die Infobox. Dort habe ich den Gewinner oder die Gewinnerin meiner Verlosung reingeschrieben. Am besten schreibt mir dann der oder die Gewinnerin einfach hier unten in die Kommentare irgendwas rein, wo ich mich am besten bei der Person melden kann. Instagram-Namen, eine E-Mail-Adresse oder irgendwie sowas, weil ich ansonsten nicht mehr hinterherkomme mit meinen ganzen Anfragen, die ich auch auf Instagram habe, dann würde ich das übersehen. Deswegen muss ich mich bei der Person melden. Genau, einfach mal in die Infobox reinschauen und ich würde mal sagen, habt noch einen schönen Tag. Tschüss.